Meine Damen und Herren an Gleis L, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Jemand zugestiegen? Die Fahrkarten bitte! Jo. Dann nochmal die Sparkarte dazu bitte! Sparkarte? Jo. Ja, ich hab doch das Ticket da. Jo. Ja, reicht das nicht? Ne. Ja, aber das ist doch Kinder- und Rückfahrticket. Jo. Aber das reduzierte zu 70%. Und dafür brauchen Sie die Sparkarte. Ja, hab ich nicht. Ja, dann. Schade. Hätte eine schöne Zugfahrt werden können. Wusste nicht, dass wir das brauchen. Der am Fahrkartenschalter, der hätte ja auch sagen können, dass... Hätte, Fahrradkette. So. Da kriege ich mal 143,50 plus 5 Euro Stornogebühr. Macht dann 148,50, bitte. So 148,50 nachzahlen? Jo. Sparkontingentkarte für dieses Easy Weekend Ticket. Oh, jo. Da haben Sie Glück. Das Quickie-Ticket zum Easy Weekend Tarif. Hin- und Rückfahrt zum Preis für eine einfache Fahrt. Die ist fast so günstig wie die Karte, die Sie da haben, ne? Ja. Da gibt das Quickie-Ticket jetzt auch zum Easy Weekend Tarif. Jo. Jetzt haben wir gleich mal Iglis. Ja, das hört sich doch schon viel besser an. Ja, seit wann denn das? Das ist noch ganz neu. Das haben wir eingeführt für den Sammelfahrschein Familienspaß 80 plus. Da konnte man 8 Familienangehörige zum halben Preis mitnehmen, wenn mindestens ein Familienmitglied unter 2 und 2 Familienmitglieder über 80 Jahre alt sind. Und alle ihr Fahrrad dabei haben, ne? Wer im Alter von über 80 und unter 2 mit dem sein eigenes Fahrrad? Sehen Sie? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Ticket nicht so gut lief, ne? Na, jedenfalls nehme ich dieses Easy-Dingens da. Sie meinen das Quickie-Ticket zum Easy-Weekend-Tarif? Ja, was muss ich jetzt zahlen? 8,50. Müssen nur die Rückfahrt heute Nacht zwischen 1 und 3 Uhr angetreten haben. Das geht nicht. Ich wollte das ganze Wochenende in Friedrichshafen bleiben. Das können Sie ja auch. Sehen Sie. Aber dann kriege ich 148,50 mit Ihnen. Was ist mit dem Super Sparpreis Plus? Nur in Verbindung mit einem Freitag oder einem Samstag. Oder haben Sie einen Schwerbehindertenausweis? Nein, ich habe keine Gebrechen. Nicht mal einen schlimmen Rücken. Schade. Hätten Sie mal locker 50 Euro gespart, ne? Aber das Midlife-Easy-Ticket, das müsste doch klappen. Das könnte klappen. Kostet 78 anstatt 205. Müssen Sie nur mal eben 16,50 nachzahlen. Hört sich doch schon viel besser an. Ja. Wollen Sie nur mal Ihren Personalausweis, bitte? Ja. Fertig. Wir finden doch für alles eine Lösung. Oh. Schade. Sie sind ja noch unter 46 Jahre alt. Da sind Sie für das Midlife-Easy-Ticket leider knapp eine Woche zu jung. Ja, und jetzt? Kriege ich 148,50 Euro. Aber wir 5 Euro
Läufer doch von hier aus erlassen. So als Kulanz oder so. Ach, jetzt komm, okay. Gäbe sie sicher Herz. Kulanz. Naja. Aber nicht alles auf einmal ausgeben, mein Freund, ne? Das kommt mir so aus, keiner, wenn ich das erzähle. Aber ich dachte, ihr Zahnen um den Hals fallen bei so viel spontaner Freude. Aber wie schnell sie ganz gerührt ist. Okay. Manchmal ist es so einfach, einen Kunden zufrieden zu stellen. Jetzt hat sie doch glatt weg die komplette 5 Euro Steuergebühr gespart. Das ist jemand zugestiegen, die Fahrkarten bitte! Meine Damen und Herren an Gleis N, bitte beachten Sie, wegen eines Notarzteinsatzes der Intercity 143 von Schiphol ankommen. 15:20 Uhr, circa 40 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.